Abdichtung 2.2 hat es in sich. Sternrohre, Agrarfugenbinder und jede Menge Kundenwünsche eingebaut. Los geht's. Also, als erstes, ihr wollt es vielleicht auch mal testen, kostenfrei bis zum 31.12.23. Danach keine versteckten Kosten. Ihr könnt es auch immer noch auswerten, wenn ihr das in Altplan verwendet. Ihr könnt es nur nicht mehr verändern. Als erstes laden wir uns das Ganze herunter. Dazu müsst ihr erstmal auf die Homepage gelangen. Hier die drei Vorschläge: www.subgra.de oder www.subgrade.de oder www.subparts.de. Im nächsten Schritt geht ihr auf den Reiter Subparts und dann auf Abdichtung und dann erfährt ihr jede Menge Sachen über das neue Einbauteil. Zum Beispiel, wenn ihr hier runter scrollt, was ist in der Version 2.2 alles dazugekommen. Wenn ihr dann auf Download-Seite klickt, dann kommt ihr ins nächste Menü. Dort gebt ihr euren Namen ein, eure Firmenname, eure E-Mail-Adresse und eure korrekten Altplan-Lizenzen. Denkt bitte dran, hier fair zu sein, denn ihr werdet nicht nach Kosten belangt. Also es wird nicht teurer, umso mehr Altplan-Lizenzen ihr verwendet. Im Gegenteil, umso mehr Altplan-Lizenzen natürlich diese Subparts nutzen, umso mehr Geld wird auch am Ende der Hersteller in dieses System rein investieren und das heißt, dass das Produkt entweder kostenfrei bleibt oder kostengünstiger bleibt. Also je mehr Altplan-Lizenzen natürlich im Umlauf sind und die Subparts nutzen, desto günstiger am Ende das Produkt. Nicht umgekehrt bitte denken. Ja, und dann klickt ihr einfach auf Senden und kommt zum Download-Bereich. Da sehen wir jetzt erstmal den Querkrafttoren, wir haben hier die Durchstandsbewertung und so weiter und so fort. Wir könnten jetzt einfach hier auf Abdichtung 2.2 klicken oder hier auf den Slider nach rechts einmal und hier unten können wir auch auf Downloaden klicken, wie ihr möchtet. Und wenn wir uns das Ganze gedownloadet haben, dann erhalten wir so eine SMZ-Datei. Die braucht ihr einmal bloß per Drag and Drop hier in ein Teilbild reinziehen. Wenn ihr das Ganze schon mal installiert habt, müsst ihr noch einmal bestätigen, dass die Bilder beschrieben werden. Ansonsten ist wie bei mir, ihr könnt sofort mit der Abdichtung loslegen. Aber stopp, zuerst möchte ich euch zeigen, wo ist es denn gelandet? Was haben wir denn überhaupt bekommen? Dazu schauen wir mal in die Bibliothek. Ihr seht, hier ist jetzt die Abdichtung nicht vorhanden. Wir müssen das Ganze einmal aktualisieren. Also wir gehen auf die Bibliothek, Büro, scrollen uns zu Subparts hin vor und jetzt haben wir die Abdichtung hier im Büro-Standard-Ordner in der Bibliothek für alle zugänglich im ganzen Büro über den Workgroup. Genau. Oder halt lokal installiert. Also beides wird ausgeführt, je nachdem, ob man eine Workgroup besitzt oder nicht. Ja, jetzt können wir das Ganze natürlich auch auswerten mit einem Report. Den hat es nämlich auch installiert. Report auf Büro, Subparts und schon kommt ihr auf die Einbauteil-Mengenliste. Hier haben wir auch was neu gemacht. Wir haben ein Ausrufezeichen bei der allgemeinen Mengenliste hinzugefügt, weil die anderen werten nur ein Einbauteil aus und die Einbauteil-Mengenliste, die wertet alle Einbauteile aus. Also deswegen das Ausrufezeichen, dass es immer ganz oben steht. Okay, dann fangen wir mal an, dass wir mal schauen, um was geht es denn hier überhaupt. Also wir haben eine Abdichtung. Wir wollen das Ganze aber auch schön vor der Seitenansicht. Moment, lassen wir uns das mal anschauen. Und hier auch. Scrollen wir mal hier hin an diesen Eckpunkt hier. Und hier auch an diesen Eckpunkt. Bevor wir anfangen, brauchen wir eh zwei Sachen. Aber gut, jetzt ganz von vorne. Ganz oben wie immer die Version 2.2.0. Hier die Subparts und jetzt auch mit Hot-Infos, also Hot-Tool-Tips heißt es, Tool-Tips oder Info-Kurztexte. Das war Kundenwunsch, hinzugefügt und was bringt es? Hier erstmal Premium-Partner, das bedeutet, dass Max Frank hier sehr viel Glaube an die Abdichtung hat und ohne Premium-Partner wäre dieses Projekt gar nicht möglich und auch keine Abdichtung möglich gewesen. Das heißt, wir haben sehr viel Freude, dass wir hier 5 Buttons angebracht haben. Der erste Button führt auf die Homepage von Subgrade, Moment, in den Premium-Partner-Bereich. Oh, so. Das hat jetzt wahrscheinlich mit meinem Server zu tun. Ah, dann gehen wir auf den zweiten. Funktioniert einmal frei. Homepage von Max Frank. Dritte Seite ist dann halt das Einbau-PDF hier vom Fradiflex. Könnt ihr nachschauen, ist immer aktuell, weil es von meiner Seite geführt wird. Jetzt sind wir auch hier endlich angelangt. Auf der Abdichtungsseite. Es geht nochmal schneller. Ja, jetzt haben wir es gesehen. Hat es funktioniert. So, gerade Stück links mit Befestigungswinkel. Jetzt Online-Katalog. Ob wir jetzt auf der anderen Seite rauskommen. Genau. Dann sind wir jetzt hier.
Ja, selbe Spielchen auch, wenn wir hier nur das ändern, zum Beispiel auf Säureselement, dann kommen wir auch hier im Säureselement raus. Letzter Button, Ausschreibungstext, den könnt ihr auch über BIM Plus Standard anfordern. Das heißt, dieser Link wird mit angefügt und müssen wir es größer machen? Ne, hier sehen wir es ja. Blechhöhe 150, 100, Wandstärken bis 30 und so weiter und so fort. Je nachdem, was man halt hier unten einstellt. Ja. Das gilt aber nur für den Hersteller Max Franck, weil der auch Premium-Partner ist. Für alle anderen Hersteller müsst ihr eine kleine Extrameile gehen. Ausschreibungstexte sind hier nicht möglich, außer die ihr verlangt ist. Da müsst ihr aber über die Partner gehen und denen sagen, das möchten wir gern haben. Dann kann es natürlich mit implementiert werden. Ja, Kurztexte kann man abspeichern. Die dienen dazu da, dass man das Ganze auch beschriften kann. Da gibt es hier ein Video. Einfach mal draufklicken, dann wisst ihr, wie es geht. Ansonsten speichere ich das dann hier ab, aber jetzt verlege ich das Ganze einmal. Alles, was ihr braucht, ist auf der ersten Seite des Interfaces. Alles, was nebensächlich ist und nicht dazu beiträgt, das richtige Einbauteil herauszubringen, ist über Einstellungen oder sonstiges verfügbar. Zum Beispiel Farbe, Level of Geometry und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja jetzt erstmal ein Einbauteil verlegen. Der Langtext, der wird jetzt auch automatisch angepasst. Ja, den klappe ich jetzt mal zu, dass wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Wir können auch die Palette breiter oder kleiner ziehen. Hier. Und auch wenn man zwischen Text und der ersten Spalte geht, dann kommt so ein Doppelpfeil und dann können wir das auch kleiner oder größer ziehen. So, jetzt machen wir das mal wieder kleiner. So, das reicht uns vollkommen aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir haben. Wir wollen jetzt in diese Bodenplatte ein Fradiflex verlegen. Dann gehen wir her. Sagen wir Fugenblech. Wir brauchen kein Agrar. Das Agrar ist übrigens neu, also das heißt dann Jauchegrube. Schauen wir uns mal kurz im Langtext an. Jauchegrube. Und wir nehmen aber das Premium Fugenblech von Fradiflex. So, Fugenblech. Wir haben eine Rolle 25, wir haben die Höhe 150. Wir schauen es uns einmal im Bild an. Wunderbar. In der Bodenplatte kommt das so rein. Haben wir keine Skizze. Und dann können wir noch aussuchen, ob zum Beispiel, wir scrollen mal ein bisschen hin, ob der Befestigungswinkel gar nicht vorhanden sein soll oder links oder rechts. Rechts oder links ist jetzt nur, damit wir nicht spiegeln müssen. Das ist einfach für uns eigentlich eher ein kosmetisches Ding. Ne? Dann haben wir irgendwie Meerwasseranforderungen. Nein, haben wir nicht. Und die Überlappung, wollen wir die mit drauf haben oder nicht? Die Überlappung, die zeige ich jetzt mal. Wenn ich jetzt eine positive Länge eingebe von 100 Meter, dann haben wir bei einem 25er Rolle haben wir insgesamt 100 Meter und 20 Zentimeter, die wir verbauen müssen, denn die Überlappung wird hier einfach mit einbezogen. Deaktivieren wir das Ganze, dann sind es 100 Meter. Also 120 Zentimeter. Gehen wir aber jetzt auf gerade Stücke, dann wird schon ein bisschen mehr. Dann haben wir 2,50 Meter Zusatz, weil wir ja viel öfters eine Überlappung haben und das wird hier aufaddiert. Ergo, ich gehe auf Rolle, dann spare ich Material und Kosten und CO2-Emissionen im Endeffekt. Ne? So, aber jetzt wollen wir endlich anfangen. Beda, was brauchen wir? Wir brauchen zwei Sachen. Erstmal die Höhenkote von der Unterkante Wand bzw. Oberkante Bodenplatte. Da klickt man einmal hier drauf, messen Koordinaten in der Seite und dann haben wir die Z-Koordinate mit 1 Meter. Die gehen wir hier oben ein. 1,0, Enter. Und wir brauchen einmal die Wandstärke. Wenn wir denn wollen. Ich messe das Ganze ein. Strecke. Wandstärke von hier nach hier. Wir haben in Delta X 30 cm. Das heißt, ich gebe hier unten 0,30 ein. Ja, und jetzt kann ich das Ganze anfangen und kann jetzt zum Beispiel hier starten. Das ist jetzt meine Empfehlung. Jetzt denkt ihr, das ist doch irgendwie auswendig. Nein, das ist bloß das Blech, das wo jetzt nach links fällt, also der Befestigungswinkel, deswegen täuscht euch das. Und genau in der Mitte ist dieser Knubbel hier. Wenn ich den jetzt hier entlang fahre und in diese Ecke ziehe, dann bin ich genau in der Mitte auch von hier, denn die Wandstärke wurde hier abgezogen. Das war Kundenwunsch und das war großartig. Ansonsten hat man immer diesen Knubbel bis dahin gezogen oder hat dann Rechtsklick Mittelachse genommen. Das hat zu lange gedauert. Jetzt braucht man bloß mal an den Endpunkt hinfahren. Selbe Spielchen hier mit den 100 Metern, die ziehe ich hier runter. Und gehe einfach bis zum Ende der Wand. Ende. Ich kann auch Wandstärke 0 eingeben und einfach die Länge hier eintippen. Funktioniert genauso.
So, jetzt haben wir das einmal eingeben. Jetzt haben wir dieselben Maße wie beim letzten Mal. Und das speichert jetzt einmal ab. Jetzt haben wir dieselben Maße wieder. Ja, jetzt spiegelt es einmal um 180 Grad und setzt es einfach hier ab. Jetzt haben wir schon das zweite Freiriflex. Jetzt escape ich wieder. Und was mache ich jetzt? Jetzt gebe ich hier einen Drehwinkel von 90 Grad ein und kann jetzt wieder hier zum Beispiel anfangen, das Freiriflex zu verlegen. Diesen Knubbel nehme ich mir wieder, bis an die Ecke hinfahren, fertig. Selbe Spielchen wieder, ich spiegle wieder um die eigene Achse und setze das Ganze hier ab und beende. Ihr seht auch durch den Haken, das wurde schon mal verwendet jetzt in diesem Projekt, deswegen Abdichtung 1 wurde gefunden. Ich kann das Ganze beschriften mit den gängigen Befehlen von Allplan. Das heißt, es gibt immer den Befehl Einbauteil beschriften. Wenn wir den jetzt nicht finden, dann sucht man den einfach Einbauteil besch. Reicht schon. Einbauteil beschriften. Zack. Und schon haben wir ABD1. Ich weiß, im Maßstab 1 zu 100 ist vielleicht nicht ganz so günstig, immer mal 1 zu 50. Und jetzt können wir das Ganze beschriften. Gut. Mag jetzt gar nicht mehr. Ihr könnt es dann weiter beschriften natürlich. Das reicht ja völlig aus. Jetzt wollen wir das Ganze nur auswerten. Das können wir über einen Report. Wie gesagt, auf Büro, Subparts, Einbauteilmengenliste mit dem Ausrufezeichen an erster Position für alle Einbauteile. Klickt man einmal auf alles. Und jetzt kriegen wir folgende Info. Ich habe jetzt einmal die Druckervorschau. Jetzt könnte ich das Ganze per DIN A4 exportieren und der Baufirma so an die Hand geben. Oder vielleicht ist es ja bloß eine Mengenermittlung für den Architekten, dann könnte ich zum Beispiel den Ausschreibungslink noch hinzufügen. Dann kann der über ausschreiben.de seinen Link abholen und dort alle weiteren Texte für die Ausschreibung herunterladen. Das deaktiviere ich jetzt wieder. Ich möchte das nämlich jetzt in Allplan absetzen. Jetzt stört mich aber die Kopf- und die Fußzeile. Dann mache ich den A4-Export weg und das Logo deaktiviere ich auch. Und schon schaut alles super aus. Jetzt könnte eine sagen, ja, ich drucke aber in Schwarz-Weiß aus. Auch für das haben wir was. Da können wir einfach die Kopfzeile zum Beispiel in weiß machen und dann brauchen wir aber den Text in schwarz. So könnt ihr das machen. Ich verlasse mal die Druckvorschau, weil dann haben wir nämlich weitere Funktionen, die auch hier links sind. Hier Darstellung kann ich auch hier drüber aktivieren oder hier und dann kann ich mir das anzeigen lassen, wo ist es denn verlegt worden. Ich gehe wieder zurück in den Report. Ich kann das Ganze jetzt sozusagen einfach absetzen. Ist nicht assoziativ, ist ein Report. Es gibt auch eine Legende. Die Legende könnt ihr aber nur erhalten, wenn ihr in Kontakt mit mir tretet. Denn Legenden werden an bestimmten Ordnern, an bestimmten Dateien angeheftet oder importiert und exportiert. Und ich möchte keine assoziativen Legenden von einem Fertigteilwerk überschreiben. Auf gar keinen Fall. Also tretet jetzt mit mir in Kontakt, dann kriegt ihr auch die Legende. Schauen wir, ob sie gerade zufällig da ist. Noch vom letzten YouTube-Video. Ich glaube, ich habe die auf Privat gesetzt gehabt. Oder bis auf Büro. Ah, hier haben wir es. Externer Pfad haben wir es noch. Dann glaube ich, wird es eine dieser sein. Schauen wir mal. Alles? Ja, ist da. Ich kann das Ganze mit Rechtsklick dann skalieren. Moment. Ach, das war nicht assoziativ. Entschuldigung. Das wollen wir natürlich genau bei der Legende haben. Assoziativ. Abdichtung 1, Fugenblech, Max Franck. So, und jetzt könnt ihr das Ganze mit Rechtsklick einfach skalieren. Und dann könnt ihr es größer machen. Oder kleiner. In die falsche Richtung skaliert. Ja, das ist der Vorzeigeeffekt. Manchmal passiert es jetzt so, ne? So, jetzt ist das Ganze größer. Dann könnt ihr das zum Beispiel auf die Blankkopfgröße ziehen. Wurscht. Ich lasse das so. Ich möchte aber noch zeigen, was das Ganze noch alles kann. Ihr seht ja schon am neuen Icon, ist jetzt viel mehr implementiert. Also, wir können hier erstmal bei Max Franck auswählen: Höhenkote, Fugenblech, Fugenblech Agrar. Wir können das Sollriss-Element auswählen. Und wenn wir im Sollriss-Element sind, können wir jetzt zwischen Elementwand und Ortbetonwand setzen. Ja, wir kommen jetzt in die Z-Koordinate. Ich will den Ortbeton haben. Und ja, setzen wir mal das Ganze hier rein. Mache jetzt einfach mal irgendwie grob. Und dann sehen wir das hier. Und hier kann ich das in der Z-Achse wieder bearbeiten. Machen wir das so. Bewegungsmodus deaktivieren. Und das Ganze ziehen wir jetzt zum Beispiel bis zu der Kante. Jetzt schauen wir mal.
Wir haben es wieder auf die Höhenquote 1. Wenn wir auf 0 sitzen, dann gehen wir halt nach unten. Wenn wir auf 1 sitzen, sind wir weiter oben. Ja, jetzt haben wir beim Langtext von einem 2,50 m Stück 1,50 m ausgeschnitten. Wir könnten das Ganze natürlich länger ziehen, auf 3 Meter. Und dann haben wir das Ganze aus einem 3 Meter Stück rausgeschnitten. Ja, so können wir zum Beispiel vorgehen. Jetzt wechsle ich einmal den Hersteller, weil hier haben wir alles durch. Ich wechsle mal zu Kraso. Und bei Kraso haben wir jetzt die Funktion vom Sollriss-Element Sternrohr. Hier können wir zum Beispiel jetzt wechseln: Sternrohr 60, 88, FTW 60 oder OBW 88. Und je nachdem wird halt das Sternrohr größer oder kleiner. Das schauen wir uns vielleicht jetzt wieder im Grundriss an, dass man das da sieht. Jetzt haben wir mal die Höhe eingestellt. Jetzt haben wir es hier. Genau. Das müssen wir uns noch in die Mitte von der Wand reinziehen. Wenn ihr hier auch ein Offset haben wollt von der Wandbreite, dann sagt mir das. Aber im Endeffekt muss man es einmal absetzen und dann haben wir es ja. Gut, weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es sogar Vorteile. Genau. Jetzt müsst ihr das bloß um 180, na, um 90 Grad drehen. Nehme ich halt einfach den Mittelpunkt hier und sage einmal 90 Grad. Jetzt ist richtig. Warum? Weil wenn ich mir die Zeichnung so anschaue, mit Doppelklick, hier dann sehe ich, dass die zwei kleinen Knubbel senkrecht zur Wand stehen. Ne? Gut. Also wir haben die Sollriss-Elemente, wir haben auch hier Fugenbänder. Fugenbänder ohne Ende, möchte ich vielleicht auch mit euch anschauen. Schauen wir mal in die Seitenansicht. Jetzt haben wir zum Beispiel das Fugenband AA. Wir können aber auch erstmal beim Fugenblech anfangen. Fugenblech ist Crasoflex 155, dann Fugenband ASI, AA, AD und D. Und das können wir wieder aufbiegen oder nicht, wie wir wollen. So, und jetzt gibt es natürlich noch weitere Einstellungen. Zum Beispiel hier haben wir Level of Geometry 120. Was soll denn das jetzt bedeuten? Ja, das ist so, wenn wir jetzt, ich gehe jetzt wieder auf Max Franck zurück. Ich wähle mir ein Fugenblech aus. Machen wir mal erst Agrar, weil das ist ja genau dafür konzipiert, wenn wir so ein Silo oder sowas haben. Und genau. Und jetzt möchte ich das Ganze rund verlegen. Jetzt gebe ich einen Radius ein. Zum Beispiel, wie stark ist denn so? Jetzt sagen wir mal 10 Meter. Ich weiß es nicht. Und eine Wandstärke machen wir mal 0,25 wieder. Und genau, jetzt können wir nur die Winkellänge und sowas einstellen. Brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt können wir hier nur die Einstellung von Level of Geometry eingeben. Machen wir mal weniger, machen wir mal 45, schließen das Ganze und jetzt ist sozusagen das Freireflex rund verlegt. Ich mal den Polygonzug hier löschen, dass das nicht ganz so wirr ausschaut bei mir. Das heißt, wir können jetzt hier sozusagen eine runde Bodenplatte auch mit dem Freireflex versehen. Und das Level of Geometry, das steuert jetzt die Anzahl an Polygone in der Rundung. Das heißt, wenn wir es detailreicher haben wollen, gehen wir mal jetzt auf 80. Schließen das Ganze wieder. Und jetzt ist es noch detailreicher. Und wenn wir es noch detailreicher haben wollen, wir können bis zu 720 hochgehen. Jetzt mache ich einfach mal 400, dass man ein bisschen den Unterschied noch sieht. Weil dann fängt es schon ein bisschen zum Ruckeln, oder? Muss man ein bisschen aufpassen. Das sieht man auch in der Auslastung, das ist nicht ganz so toll. Aber wer es so darstellen möchte, für seinen einen Plan, der darf das machen, soll aber dieses Freireflex dann wirklich oder das Fugenblech auf ein separates Teilbild setzen. So schaut es dann aus. Also ich aktiviere nochmal und jetzt mache ich, also jetzt müsste ich auch das als Arbeitsfugenband 2 abspeichern. Mache ich aber jetzt in dem Fall nicht. Ich möchte einfach jetzt mal die Rundung verlassen. Möchte nur zeigen, was noch geht. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch die Farben umstellen auf Blau. Ich könnte aber auch sagen, nein, du bist ein Platzhalter, du bist bloß geschätzt für die Leistungsphase 4. Lasse ich also mal so drin. Den Layer kann ich auswählen. Das ist für Precast etwas. Das ist für die Abspeicherung mit Klammer, ohne Klammer und so weiter. Das findet sich ja schnell heraus. Dann habe ich hier die Links. Hier kann ich zum Beispiel den Verlegeplan verlinken. Über Teams zum Beispiel, wenn ihr das abspeichert, über einen Hyperlink. Ihr könnt eine Datei verlinken, wie ihr das verlegt habt. Ihr könnt einen Ausschreibungslink hier. Genau. Alles abrufbar über BIM Plus oder andere Plattformen, außer der Dateilink. Das geht kein was an, wo ihr eure Pfade habt, vor der Statik zum Beispiel. Ja, dann haben wir hier den Premium-Partnerbereich. Hier kommen wir wieder auf eine Software. Hier ist der Fugenkonfigurator, wer den haben möchte. Dann hier, wenn wir draufklicken, dann kommen wir
gleich zum Support raus vom Fradiflex. Dann könnt ihr hier auf Anrufen oder E-Mail klicken, dann habt ihr sofort jemanden an der Leine, der euch hilft, wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt. Genau, Handbuch und so weiter und so fort vom Premium-Partner, von weiteren Partnerschaften. Also hier ist natürlich auch Max Frank wieder dabei oder Krause in dem Fall. Und wenn ihr jetzt hier auf das Handbuch klickt, dann komme ich hier auf das Krause-Handbuch. Je nachdem, was vorher wieder eingestellt worden ist. Und wenn ihr sonstigen Support braucht, hier ist der Altplanvertrieb. Einmal hier klicken. Oder auch hier. Dann kommt sie bei mir raus. Und dann könnt ihr mir sofort einen Anruf tätigen oder eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwas verbessert haben möchtet. Und auch hier meine ganzen Social Media Kanäle sind hier alle verlinkt. Also, ja, werdet jedes Mal jemanden an der Leine haben, der euch eine Lösung bietet. Jetzt speichere ich das Ganze noch ab als bezogen 2. Speichern, schließen und ich mache als letztes noch einmal einen Report, um zu zeigen, was hier los ist. Report, alles. Und jetzt seht ihr nur das Fugenblech. Warum? Weil ich das eine als Platzhalter abgespeichert habe und kann es aber jetzt auch so abrufen. Das heißt, ihr könnt in der Leistungsphase 2, 3 Platzhalter einfügen, die ihr für die Ausschreibung schätzt. Und wenn die dann in der Statik abgesegnet sind, dann könnt ihr den Platzhalter entfernen und dann kommt es auch richtig in eurer Liste raus. So, das war's jetzt. Jetzt habt ihr sehr viel Input von den neuen Abdichtungen. Ein Riesen-Update, viele Bugfixes, viele Updates und es kam nur, weil die Community so stark ist und so tolle Ideen hat und Einfluss. Und das setzt ihr natürlich gern um. Deswegen bitte auch Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und schreibt es mir gerne eine E-Mail oder ruft es mich an, wenn Sie irgendwas verbessert haben möchtet. Egal für welchen Subpart. Servus, euer Peter von Subgrade. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.